Wie erkennt man, ob jemand Prostatakrebs haben könnte? Neben der Tastuntersuchung und dem Ultraschall gibt es einen Bluttest mit drei Buchstaben, den eigentlich jeder Mann kennen sollte. Doch leider wissen immer noch viel zu wenig Männer, was es mit dem PSA, dem prostataspezifischen Antigen, auf sich hat. Um PSA ranken sich viele Legenden, es kursieren etliche Halbwahrheiten und auch die melden sich stets zu Wort, die von Berufswegen mit PSA gar keine Berührungspunkte haben. In diesem Video geht es daher um Aufklärung von einem, der es wissen muss, weil es das Kerngebiet seines Faches darstellt. Vom Urologen. Mein Name ist Stefan Buntrock, ich bin Facharzt für Urologie und auf meinem Kanal Eurochannel geht es um urologische Themen aus der Sicht des Facharztes. Seit Jahren erhitzt das PSA, das prostataspezifische Antigen, die Gemüter. Kann man dadurch wirklich Prostatakrebs erkennen? Ist das zuverlässig, sind die Fragen, die in meiner Sprechstunde immer wieder fallen. Aber was ist das überhaupt, PSA? Es handelt sich um ein Protein, also ein Eiweiß, das in der Prostata gebildet wird und das seine Funktion in der Fortpflanzung hat, indem es dabei hilft, das Sperma zu verflüssigen. Messen kann man es über einen einfachen Bluttest. Da Krebszellen PSA im Übermaß produzieren, steigt der Wert bei Prostatakrebs an. Man kann damit bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt Hinweise auf Krebs in der Prostata über eben jenen PSA-Test erhalten. Noch bevor er mit dem Finger zu ertasten ist und noch bevor er im Ultraschall sichtbar wird. Das ist wichtig, da Krebs die Eigenschaft hat, in den frühen Stadien überhaupt keine Symptome zu machen. Aber gerade in den frühen Stadien kann er oft geheilt werden. Damit ist dieser Bluttest ein wichtiger Baustein in der Krebsdiagnostik beim Mann. Im Prinzip bräuchte man da ja eigentlich nur den Männern Blut abzunehmen und schon wüsste man, ob hier ein Krebs vorliegt oder nicht. Leider ist es nicht ganz so einfach und hier kommt es immer wieder zu Missverständnissen über PSA. Ein PSA-Test alleine beweist erst einmal gar nichts. Es geht um einen Verdacht. Beweisend ist allein die Biopsie, also die Gewebeprobe mit anschließender Untersuchung unter dem Mikroskop. Ein erhöhter Wert sollte auf jeden Fall überprüft und durch mindestens einen weiteren Test abgesichert werden. Und auch dann kommt es je nach Konstellation auf den zeitlichen Verlauf der letzten Jahre an und auf weitere Begleitumstände. Es gibt nämlich Faktoren, die den PSA-Wert beeinflussen, allen voran die gutartige Prostatavergrößerung, die ein sehr großer Teil der Männer ab 40 entwickelt. Je mehr Prostatagewebe, desto höher das PSA. Daher steigt das PSA bei den meisten Männern mit zunehmendem Alter an, ohne dass ein Krebs dahinter steckt. Um einen PSA-Wert einordnen zu können, braucht man also zwingend die Größe der Prostata. Die lässt sich am besten durch einen Ultraschall durch den Enddarm feststellen. Ultraschalluntersuchungen über die Bauchdecke sind mir als Urologe zu ungenau. Hier zum Vergleich einmal die Aufnahme einer Prostata durch den Enddarm, oben im Querschnitt und unten im Längsschnitt. Neben der zuverlässigen Größenbestimmung stellt sich die Struktur der Drüse hochauflösend dar. Und nun dieselbe Prostata vom Bauch aus aufgenommen. Das Schwarze darüber ist Urin in der Harnblase. Wie man sieht, ist das Organ nur schemenhaft zu erkennen. Eben zu ungenau. Auch für mich, der ich täglich mit Ultraschall arbeite, ist es quasi nicht möglich, hier mehr als das Organ selbst zu erkennen. Entzündungen im Harntrakt wie Blasenentzündungen und Prostataentzündungen gehen ebenfalls mit erhöhten Werten einher. Hier reden wir aber über echte Entzündungen. Also Brennen beim Wasserlassen, Schmerzen in der Blasenregion, ständiges, häufiges Wasserlassen, Fieber, auffällige Tastbefunde und auffällige Urinuntersuchungen. Wenn es in die Richtung geht aller, oh, der PSA ist leicht erhöht, es könnte auch eine Entzündung sein, ich gebe Ihnen hier mal ein Antibiotikum und dann sehen wir weiter. Das ist damit nicht gemeint. Ich meine richtige, symptomatische Entzündungen. Manche sagen, dass auch Radfahren und körperliche Aktivität einen Einfluss haben sollen. Das kann zwar sein, meiner Meinung nach aber nicht in einem Ausmaß, das den Gang der Diagnostik in eine andere Richtung leiten würde. Ich habe bislang auch noch nie einen solchen Fall erlebt. Um die gutartige Prostatavergrößerung herauszurechnen, lasse ich auch immer das freie PSA bestimmen. Das ist der Anteil am PSA, der nicht an Transportmoleküle gebunden im Blut zirkuliert. Auch wenn es hier zu Schwankungen kommen kann, so gibt der Quotient aus PSA und freiem PSA doch eine gewisse Marschrichtung an. Weitere Hilfen liefert das komplexierte PSA, die PSA-Dichte und die PSA-Dynamik mit Verdopplungszeit und Geschwindigkeitsentwicklung. Was ist der Normbereich? Eigentlich gibt es keinen. Im Internet und bei den Labors liest man immer wieder 4,0 Nanogramm pro Milliliter.
Für mich ist das keine bindende Grenze und ich sehe sie als historisch an mit untergeordneter Bedeutung für meine tägliche Arbeit. Vielleicht sollte ich das kurz an einem Beispiel erläutern. Ein 69-jähriger Mann mit einem PSA von 4,0 und einer 60 Milliliter großen Prostata hat ein völlig anderes Risikoprofil als ein 50-jähriger Mann mit PSA 4,0 und einer 30 Milliliter großen Prostata. Es gibt auch keine Werte, bei denen man Prostatakrebs mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen könnte. Diese Tabelle aus den aktuellen Leitlinien der European Association of Urology zeigt das Risiko für ein Prostatakarzinom bei entsprechenden PSA-Werten. Und wie man sieht, gibt es selbst bei Werten nahe Null noch ein gewisses Risiko. Jedoch muss man wissen, dass das Risiko ab einem Wert von etwa 1,3 Nanogramm pro Milliliter exponentiell ansteigt. Was exponentiell bedeutet, weiß seit Corona mittlerweile jeder. Für meine Arbeit gibt es bei mir ein paar grobe Anhaltspunkte. Wer keine familiäre erbliche Vorbelastung hat, mit engen Verwandten mit Prostatakrebs, kann sich mit 45 einmal testen lassen. Zu diesem Zeitpunkt sollte eigentlich noch nichts vorliegen. Prostatakrebs unter 50 ist eine eher seltene Angelegenheit. Die Prostata ist bei den meisten noch nicht besonders vergrößert, sodass man hier einen Basiswert erhält, auf dem sich dann in den Folgejahren aufbauen lässt. Ich erwarte bei Männern dieser Altersgruppe einen Wert von unter 1,0 Nanogramm pro Milliliter. Keine nennenswerte Prostatavergrößerung, keine Entzündung, bla 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 bla. Wenn dem so ist, alles gut, nächste Kontrolle mit 50. Die vor ein paar Jahren veröffentlichten Malmö-Daten haben gezeigt, dass 60-Jährige im Median, das ist so eine Art robuster Mittelwert, ein PSA von 1,0 Nanogramm pro Milliliter haben. Bereits ab einem PSA von 2,0 Nanogramm pro Milliliter gilt laut Leitlinien der European Association of Urology eine bei 60-Jährigen erhöhte Wachsamkeitsstufe. Ein 50-Jähriger mit PSA 2,0 wäre bei mir schon in einer verschärften Überwachung. Würde bei einem solchen Patienten der PSA in den nächsten 2 Jahren auf 3,0 ansteigen, und das ist noch deutlich unter 4,0, würde ich beginnen, nach einem klinisch bedeutsamen Krebs zu suchen. Natürlich immer unter der Abwägung der genannten Parameter, wie Prostatagröße etc. 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 Der nächste Meilenstein für mich ist der Wert von 10 Nanogramm pro Milliliter. Das hat damit zu tun, dass das Behandlungsergebnis bei Prostatakrebs für Werte unter 10 statistisch gesehen besser ausfällt, weshalb ich immer hinterher bin, eine Diagnose unter 10 zu stellen. Die nächste Stufe ist 20 Nanogramm pro Milliliter, eben aus demselben Grund und dann auch für die erhöhte Gefahr von Metastasen mit deren Auswirkungen auf therapeutische Strategien. PSA-Werte von 20, 30, 40, 50 können durchaus bei Prostataentzündungen vorkommen und bei Krebs ist hier meist schon etwas mit dem Finger zu tasten. Noch höhere PSA-Werte, 100, 1000, 10.000 und darüber hinaus, sind meist durch Prostatakrebs verursacht. Wann sollte das PSA bestimmt werden? Empfohlen wird es bei allen Männern ab 50 mit einer Restlebenserwartung von mindestens 10 Jahren. Die meisten Daten gehen bis 70. Über 70 ist es eine Individualentscheidung, wird aber so nicht mehr empfohlen. Was man noch über PSA wissen sollte, ist, dass der Test auch Nachteile bringen kann. Insbesondere im niedrigen Bereich bis 10 Nanogramm pro Milliliter kann es vorkommen, dass man trotz ausreichender Verdachtsmomente keinen Krebs finden kann, der Verdacht aber weiter besteht. Das ist für die Betroffenen vor allem psychisch schlimm. Die Angst vor Krebs schwingt dann immer mit und kann die Lebensqualität deutlich beeinträchtigen. PSA birgt auch die Gefahr einer Überdiagnostik, dass man also zu schnell und zu aggressiv weitere Diagnostik betreibt und dann Krebsarten findet, die zwar unter technischen Gesichtspunkten als Krebs zu bezeichnen sind, die jedoch wahrscheinlich nie Schaden angerichtet hätten. Dies zu entscheiden, also die Frage, die weitere Entwicklung des PSA abwarten oder die weitere Diagnostik mit MRT und Gewebeproben anzustoßen, ist Sache des Facharztes. Es handelt sich um Erfahrungswissen, das man sich nicht anlesen kann. Man braucht hier für den täglichen beruflichen Umgang mit diesen Fragestellungen mehrere tausend Patienten und einige Jahre. Dann bekommt man ein Gefühl für diese Dinge und kann die Früherkennung den individuellen Gegebenheiten anpassen. Übrigens, es wird immer wieder argumentiert, dass man über 1400 Männer testen und 48 behandeln muss, um einen Todesfall zu verhindern. Das waren die Zahlen der großen europäischen Screening-Studie ERSPC, als die ersten Daten 2009 veröffentlicht wurden. Mittlerweile sind aber einige Jahre vergangen und die Zahlen durch den längeren Nachuntersuchungszeitraum genauer geworden. Aktuell müssen 570 Männer getestet und 18 behandelt werden, um einen Todesfall zu verhindern. Zum Schluss noch ein Spezialfall für alle, die bis hierher durchgehalten haben. Prostatakrebs ist nicht gleich Prostatakrebs und hier gibt es verschiedene Untergruppen. Sehr aggressiv auftretende Varianten fallen nicht über PSA auf.
Daher reicht der PSA-Wert als alleiniges diagnostisches Mittel nicht aus, sondern muss immer mit mindestens noch einer Tastuntersuchung kombiniert werden und/oder Ultraschall. Wie gesagt, es handelt sich zum Glück um seltene Fälle. Ich freue mich immer über neue Abonnenten. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert bitte meinen Kanal und drückt die Glocke, damit ihr direkt erfahrt, wann ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Tschüss und auf Wiedersehen.